Kinder, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserer Kinderkirche und sie vor dem Fernseher mitfeiert mit uns. Tini? Guten Morgen, Tiffany. Guten Morgen, liebe Kinder. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zur Kinderkirche. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ach, ich finde das auch schön, dass die Kinder immer so schön zugucken. Naja, ich glaube, sie freuen sich ganz besonders, dich zu sehen. Mich? Ja, natürlich. Dich, mein kleiner Engel. Oh, du hast mein kleiner Engel gesagt. Das klingt aber schön. Na, du bist ja auch mein kleiner Engel. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich heute mal eine Engelgeschichte vorlese. Ui, eine Engelgeschichte. Das ist ja toll. Da freue ich mich, weil ich finde das schön, so Engelgeschichten. Und wenn du zu mir auch sagst, mein kleiner Engel, da bin ich ganz verlegen. Tiffany, du verlegen? Ja, Tini, ich bin auch manchmal verlegen. Ich kann nicht nur frech sein, ich bin manchmal auch ganz verlegen und ich freue mich auf die Engelgeschichte. Ja, sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Das ist ja toll. So viele waren wir ja noch nie in der Kinderkirche. Und der Pastor ist ja auch da. Toll. Und der Olli ist da. Ja, schön, dass du auch da bist, Olli. Ja, können wir ja vielleicht ein Lied singen? Oh ja, ja, welches denn? Ich weiß nicht. O Tannenbaum? Nein. Vielleicht Stups? Nein. Ah, das haben wir auch schon. Haben wir schon, ne? Einfach Spitze, dass du da bist. Ja, super. Okay. Und wer sagt dann immer an, was wir machen, wenn wir es machen? Rainer. Der Pastor Rainer? Ja, und wir brauchen für das Lied alle Hände. Sehr gut. Alle da? Ja. Alle da. Gut. Die Geschichte heißt Schon mal einen Engel gesehen. Hast du schon mal einen Engel gesehen? Also ich kenne einen. Er lebt unscheinbar am Ende meiner Straße. Jeder kennt ihn und hat seine besonderen Erfahrungen mit ihm gemacht. Was er eigentlich tut, wovon er lebt, niemand hat eine Ahnung. Aber alle wissen, wenn es schwierig wird, ist er da. Michael steht vor der Tür
und bittet um Einlass. Er weiß, die alte Oma hat eine schlimme Nacht. Er hält eine Blume in der Hand. Ich will sie besuchen, sagt er, und hält die Hand der Alten lange in seinen Händen und geht weiter. Zum Anfang fragten alle verwundert, woher weiß er, was mit dir los ist? Inzwischen haben sich alle daran gewöhnt. Manchmal, wenn die Menschen es besonders nötig haben, wünschen sie sich ihn herbei. Und dann steht er da, wie vom Himmel gefallen. Dann zieht er einen Zettel aus der Tasche, halte durch oder sei behütet, steht da drauf. Oder einfach nur, hab keine Angst, mehr nicht. Es berührt die Menschen mitten in ihrem Herzen. Du bist wirklich ein Engel, sagen sie ihm dann ab und zu. Manchmal sehen sie ihn lange nicht, auch wenn sie sich sehr, sehr nach ihm sehnen. Gefragt, wo er denn gewesen sei, antwortete er, es gibt noch mehr Straßen als die unsere. Sie verstehen nicht, was er damit meint. Und das wird wohl ein Geheimnis bleiben. Engel sind doch eigentlich auch unsichtbar, oder? Ja, Engel sind schon unsichtbar. Aber manchmal, wenn man ganz doll dran glaubt, dann sieht man die Engel auch. Und manchmal sind es auch Menschen, die dir einfach auf der Straße begegnen. Und wenn du dich dann umdrehst, dann glaubt man, die Engelsflügel zu sehen. Ja, aber Engel sind doch auch so Menschen, die immer helfen oder die was ganz Tolles und was ganz Liebes machen, oder? Genau, das sind auch Engel. Siehst du, Tiffany, deswegen sage ich ja auch zu dir, mein kleiner Engel. Oh, schön. Danke, Tini. Abends, morgens wacht ein Engel über mir, mein Gott. Abends, morgens wacht ein Engel über mir. Wenn ich morgens früh aufstehe, wacht ein Engel über mir, mein Gott. Wenn ich abends schlafen gehe, wacht ein Engel über mir. Abends, morgens wacht ein Engel über mir, mein Gott. Abends, morgens wacht ein Engel über mir. Wenn ich froh mein Spiel beginne, wacht ein Engel über mir, mein Gott. Kinder, und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.